In diesem Video besiegen wir den Boss der ersten Welt. Moin und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Zwei Parts hintereinander nehme ich jetzt auf hier, weil Banjo-Tooie Spaß macht. Und darum sind wir auch schon wieder hier. So, wir werden jetzt erstmal Banjo den Steini zurückverwandeln und werden wahrscheinlich jetzt in Targetans Tempel gehen. Beziehungsweise gleich. Wir machen erstmal noch kurz Bismas davor und danach gehen wir in Targetans Tempel. So ist der Plan für heute. Ihr seht ja alles, was in diesem Video geschieht, immer. Von daher soll ich euch das am besten nicht erklären. Dieser Wumba-Zauber nicht mehr brauchen. Globu-Bär können umsonst verwandeln. Okay. Thanks, Wumba. Humba-Wumba. Wie auch immer. Smaragd-Schlangenhahn. Hi. Also Harald, ich und Lennart und du. Gehen wir jetzt. Oh. Klitzkleiner Cut. So. Sorry, dass ich kurz gecuttet habe. Ich habe mich kurz hier nochmal als Steini verwandelt. Aus dem Grund, weil wir nochmal kurz machen können. Das ist. Ja. Also das jetzt. Es ist mir gerade erst so spontan eingefallen, dass wir noch was machen können. Mit dem Stein. Von Momo. Gefängnisareal. Zum Gefängnisareal, da können wir noch was machen. Mit dem Steini. Was geht's? Wir müssen mit einem anderen Steini reden und der zeigt uns dann was. Zur Befreiung des Gefangenen. Der Mond muss leuchten. Vor dem ersten Stern. Okay, Mond, Stern, Sonne. Und Stern, Sonne. Und Stern, Sonne, Stern, Stern. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Mond. Stern, Sonne, Stern, Stern, Mond, Stern, Sonne. Übrigens ist es natürlich auch unterschiedlich, der Code immer. Mond, Stern, Sonne, Stern, Stern. Ja, hat mir richtig gemerkt. Und dadurch können wir den Gefangenen befreien. Ist bestimmt ein Puzzle wert, ne? Hallo, mein kleiner wilder Freund. Ich bin die Bertha. Warum rollst du, als dieser große Felsen herunterfiel und mich hier einschloss? Ich nehme an, wir sollen ihn jetzt entfernen. Wenn es euch nichts ausmacht. Ja, aber das können wir noch nicht. Wir haben also schon mal für Zukunft gemacht. Wir können das noch nicht machen. Das wollte ich noch machen, weil wir es später so oder so machen müssen. Und jetzt gibt es im Namen Wumbas Wigwam. Verwandeln uns schnell zurück. Und dann geht's endlich in. Nein, auch noch nicht ganz. Ich schneide kurz mal. Bis gleich. So, ich habe schnell die Zurückverwandlung gecuttet für euch. Und jetzt wollen wir schnell zu in der Nähe von Mumus. Schädel. Gibt es einen besonderen Grund, wie wir das Schlangenlob schnell machen? Weil wir, wie gesagt, heute noch Targetans Tempel abhaken wollen, weil es auch das letzte Gebiet ist, was wir noch nicht erkundet haben. Und erstmal über die Brücke noch was nachholen, was erst seit letzter Folge möglich ist, weil wir erst den letzten Move in der letzten Folge gelernt haben.
Ne, wenn euch noch erinnert, wir haben noch so einen Move gelernt, wo wir uns jetzt an Sachen heranhängen können. Ne, was ja vorher nicht möglich war. Und wir haben eben schon alle Moves der ersten Welt gelernt, mehr gibt's nicht, hier zu lernen. Und hier ist die Ironie, die kann man nicht ohne diesen Move, oder die kann man mit ohne diesen Move trotzdem kriegen. Es gibt ja hier eine Flugplatte, dann kann man sie kriegen. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir machen es natürlich regulär und haben dadurch die dritte Leronik-Wabe in Folge. Und jetzt lass uns zu Tagezahns Tempel gehen. Tagezahns Tempel, habe ich ja schon gesagt, ist hier oben. Und wir wollen natürlich jetzt Tagezahns Tempel mitmachen. So, los geht's. Und jetzt geht es los. Mit dem Highlight dieser Folge. Und wir haben einfach 6 Minuten mit bisschen was davor verbracht. Tagezahns Tempel Vorhalle. Und übrigens, so sieht jetzt der Zwischenstand aus. Der Zwischenstand sieht aus: 7 Postale, alle 3 leeren Honigam, 3 Schiedsseite, 2 Globus, 1 Jinjo, 4 Jinjos, 100 Note und 3 Moves. Und fehlt also noch 1 Jinjo und 3 Puzzleteile. Oder 3 Puzzles. So. Mehr fehlt uns hier auch nicht. Gut, ich sehe, du beherrschst die Kunst der Vogelhaltung. Nun fordere ich dich, sammle die heiligen Statuen und finde den Preis. Los geht's. Und damit geht's zum Highlight dieser Welt. Eine Shooter-Mission wird wirklich kommen. Ja, ein Shooter in Banjo-Kazooie ist da. Ah, hier sind wir schon, eine der heiligen Statuen. Ba, 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 ba. Gehen wir erstmal hier so. Eigentlich wollte ich links anfangen, aber gehen wir einfach rechts diesmal. Hier ist noch eine heilige Statue, hier ist eine heilige Statue. Wir haben 4 heilige Statuen bis jetzt. So, fertig ist. Hier gibt es sie noch nicht. Man kann ja auch seitwärts sogar laufen. Ohne die Kamera zu drehen, geht auch. Hier dreht sich halt mit der Kamera. Hier kannst du seitwärts und die Kamera bleibt trotzdem machen. Und man kann natürlich nach oben und unten. Aber ich empfehle es niemandem. Eher lieber geradeaus. So. Dann gehen wir einfach hier. Mal gucken, ob hier auch noch was ist. Teilweise. Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Hier ist nothing. Ja, ist was. Okay, jetzt sind wir in irgendein Gebiet, wo wir eigentlich noch als Spieler hinkommen können. Hier sind wir, glaube ich, noch gar nicht lang. Aber wir sind heilige Statuen. Von daher sammle ich die auch ein, ne? Weil, warum nicht? Eigentlich könnte ich jetzt hier mal so seitwärts wieder machen. Aber warum nicht, ne? Ach, diese. Das sind jetzt Gornaya, damit, die sind die sind für unendlich, also die sind, die gehen nie alle, außer die Zeit ist weg. Als die Zeit geht aus. Nicht schlecht, aber ich habe 10 Statuen gewähren dir Einlass in meiner etwas heiligen Kammer. Also, wir können die spammen, wie wir wollen, das ist egal. Ist aber die Zeit aus, aber nie Pech. Ich höre einen Jinjo übrigens. Auch mit diesem Geballer hier. Man soll natürlich ausnutzen, dass man auch die hat und direkt
spammen, weil es schadet ja niemandem. Ne? Außer das Geräusch, ne? Aber sonst schadet ja niemandem. Grundsätzlich. Dann kannst du auch so machen, ja. So habe ich es immer gemacht. By the way, ne? Change to the ginger. Gumbo. Jetzt war ich ja nicht mal hundertprozentig. Ah ja, jetzt war ich wieder, glaube ich. Ich glaube, hier war er. So. Gleich ist eh die Zeit vorbei. Und hier ist der rote Ginger und der letzte Ginger dieser Welt. Oh, jetzt sollte ich aufhören. Die goldenen Eier sind uns ausgegangen. Also wir müssen wieder sparsam umgehen. Und können nicht mal die ganze Zeit rumballern. Es sind noch 18 Heilige. So. Okay, das sind genug. Das sind 5 einfach. Geil. 5. Vielleicht gibt es ja noch was, wenn man 20 hat. Höchst beeindruckend, Sterblicher. 20 Statuen gewähren die Einlass in meiner wirklich heiligen Kammer. Das klingt doch vielversprechend. Weiß ich nicht auch. Kommt, lass uns dann einfach gehen. Ne, ich denke, hier ist nichts Wichtiges mehr, oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Nehmen wir mal die kleine Abkürzung hier. Ob es eine Abkürzung war, muss ich ja für sich selbst entscheiden. Eigentlich ja nicht, aber mir egal. Ja, jetzt ist, wo die Kammern sind, ist erstmal das Problem zu finden, wo die Kammern sind. Ich glaube hier irgendwo in der Nähe. Ich hab's immer mit diesem Ort hier so gedacht. Rein theoretisch könnte man einfach hier diese Abkürzung hier nehmen, weil die führt auf jeden Fall rein. Ich glaube, hier ist falsch, ja. Hier ist auch falsch, dann sehe ich dich jetzt hier. Von mehr Schabernack an. Treibt's. So, nope. Hier. Wie viele Minuten haben wir eigentlich jetzt schon? Nicht gefragt. Okay, wir haben ihn. Wow. Der lebt ja schon wieder. Der ist respawned. Habe ich jetzt gar nicht beachtet. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So kommt man eh zu diesem. Ja, und das geht's. Gehen wir zu da. Hier rein. Tagesans etwas heilige Kammer. Neunter Puzzlo. Oh, langsam kommen wir auf die 10 Puzzlos. Bam, 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 bam. Hier sind keine Eier mehr. Hier sind wahrscheinlich Eier, ne? Wie ich die kenne, ja. Müsst ihr auch hier Eier haben. Weil wahrscheinlich werden wir hier die Eier brauchen, weil sonst ist es ja keine Shooter-Mission. Los geht's! Tagesans wirklich heilige Kammer. Schau, Banjo, da ist noch ein Puzzle. Das ist super einfach. Ja, auf die Weise ist das Spiel in 0, nix zu Ende. Oh, oh.
Halt ein, Sterblicher. Hast du wirklich gedacht, du verdienst so leicht ein Puzzle? Dalsans, durchgedrehter Totemgott! Holy shit. Ich bin Targetzahn, mächtiger Majorsgott. Das Ziel schießens, sei bereit für dein feilschnelles Ende. Sorry für diese Nubigkeit, sag ich mal. Aber dann muss ich schon. Du. Zerstört. Ah, ich kann meine Beule nicht mehr fühlen. Schnappt ihn, ihr nutzlosen Kitties. Versteht? Mit T statt mit D. Kitty. Oder nee. Ich glaube, Kitties wegen Tickies. Und Tickies wird dann mit T geschrieben und das wird jetzt mit K geschrieben. Ja, sowas. Jetzt kann er auch uns treffen. Weil er hat so einen Pfeilschießer. Und der ist natürlich darauf anvisiert, uns zu treffen. Und nicht ins Leere zu schießen. Treffen wir die mal von hier. Und diesen hier locken wir am besten nach hier. Damit wir hier vorbereitet sind. Auf den Rest des Körpers. Ja, am besten nicht treffen lassen. Und jetzt kann es weiter ruhig gehen. Okay, bis jetzt bin ich besser als gedacht, denn, na gut, ab hier noob ich eh noch nie wirklich. Okay. Ich weiß eigentlich immer so aus. Okay, er hat noch 4 Leben steht hier. Unter einer Anzeige. Rechts unten seht ihr übrigens seine Leben, er hat noch 4. Steht hier. Treffen ihn einfach mal von hier so auf. Einfach nur so. Jetzt können wir ihn nicht treffen von hier. Da. So. Jetzt kommt seine Endphase. Die ist schwer. Dort habe ich meistens das Handtuch geworfen. Na gut, da habe ich nicht aufgegeben, denn natürlich, ne? Aber da bin ich meistens krepiert, meine ich dadurch. Ihr merkt das, oder? Das ist super unfair, weil es zwei Stellen gibt. Wenn ihr treffen kann. Und jetzt war's. Und er zerstört auch noch die Mauer. Was bedeutet, man ist irgendwann so oder so ohne Schutz. Sollte man sich nur verstecken. Darum ist es so ein gefährlicher Bosskampf, besonders am Ende. Weil ich am Ende meistens immer gestorben bin. Also ich mach's immer so, ich ziehe einfach von. Ich weiß einfach so hier so aus und dann schieße ich. War natürlich jetzt dumm. Hier. Machen. Hier muss ich jetzt flüstern, würde ich sagen. Und ich probiere jetzt einfach die Honigbombe mitzukriegen. Ich würde sagen, das ist jetzt hier das Schlauste. Natürlich mich trotzdem nicht treffen zu lassen hier. Jetzt machen wir hier ungefähr die gleiche Taktik. Was natürlich nicht so gut läuft, dass ich jetzt nochmal die gleiche Taktik hier mache. Bevor auch hier die Mauer zerstört ist, probiere ich jetzt einfach. Warum hat er den jetzt nicht erwischt? Alter. Ich habe so ein Herz geworfen. Nein! Nein! Siehst du, wie schwer der ist? Ich habe einfach alle Leben hier letzte Phase verloren. Ohne diese Runde waren wir schon längst kaputt, ey. Und er hatte einfach noch ein Leben, ne? Jetzt kann sich noch alles ändern. Gut, er ist tot. Noch nur die Kids ist dann als er tot. Ist ein bisschen unlogisch, aber gut. Wenn er will, dann kann er. Bin ich mir unsicher, aber er ist hier.
Komm her. Da. Und was hast du vor? Nein, du hast mich besiegt. Willkommen in meiner heiligen Selbstzerstörung zu spüren. Was? Oh no, verstecken wir uns über hier. Dort. Sind es Puzzle? In diesem Bock-Schwerenkampf. Geschafft. Oh mein Gott. Jetzt bin ich froh. So. Dann wären wir jetzt fertig. Ich werde kurz mal das hier an. Halt Ausschau nach Türritzen in den Wänden. Stelle dich davor und öffne sie, indem du A drückst. Tarzans Tempel vor. So, und wie hat's eigentlich gefallen euch Majos Tempel bis jetzt? Und wahrscheinlich jetzt auch wie immer. Denn wir haben alles ein Puzzle, also ein Puzzle können wir noch nicht bekommen. Jetzt brauchen wir einen Move aus einer anderen Welt, die wir noch nicht haben. Dann werden wir jetzt innerhalb von, wenn wir jetzt zum Ein- und Ausgang der Welt gehen, des Welt gehen. Und weil ich jetzt noch die Kapitelmarkierungen heute noch machen muss, nehme ich auch keinen weiteren Folge heute noch mehr auf. Und Bench Tui ist ja auch echt schon too much, würde ich sagen. Da ich schon zwei Folgen dann aufgenommen habe. Damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und schau bei Bench Tui. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir wahrscheinlich eventuell schon in der nächsten Welt kommen. Oder vor der nächsten Welt besser. Bis dann und tschüss.